Grüßt euch und herzlich willkommen zurück hier in Bad Degersberg. Ja, Folge 2. Eins vorab sollte man vielleicht mal dazu sagen, ich nehme die zweite Folge direkt nach der ersten Folge auf, am gleichen Tag. Dementsprechend hatte ich noch keine Möglichkeit, auf eure Kommentare oder auf euer Lob oder Kritik einzugehen. Dürft auch hier gerne wieder drunter kommentieren, wie ihr es denn so findet, die Reihe. Ihr dürft eure Wünsche gerne äußern, was ihr unbedingt mal sehen möchtet. Und ja. Ich bin hier ganz offen und freue mich immer, wenn man da in den Austausch kommt. Genau, und dementsprechend versuche ich auch ein bisschen Abwechslung ins Let's Play zu bringen. Wir sind jetzt leider halt, was heißt leider? Ich versuche, wie gesagt, Abwechslung reinzubringen. Manche arbeiten jetzt, wie zum Beispiel, wenn wir fast 50% unserer Ackerfrucht dreschen, in dem Fall jetzt unser Hafer, ja, dann kann es schon mal sein, dass es da mehrere Folgen von gibt. Ich arbeite jetzt auch wie jetzt. Ich habe ein bisschen Ostgrün weitergearbeitet, dass man einfach ein bisschen Fortschritt hat. Dementsprechend gucke ich, dass man da einfach ein bisschen vorankommt hier in der Story. Es soll ja ein bisschen was zum Erzählen geben. Ne? Genau, also starten wir mal. Ich habe jetzt gerade mit meiner Frau telefoniert. Die kann mir leider den Trecker und den Anhänger nicht zum Feld fahren und ich habe jetzt meinen Drahtesel geschnappt und habe den mal hier in den Anhänger reingeschmissen. Sie ist ja Tierärztin und hat jetzt gerade einen Anruf, wie es halt so ist im Sommer. Da jagt ein Ereignis nach dem anderen als das andere und ja, von dem Landwirt einen Anruf bekommen, sie soll doch mal bitte ganz schnell in seinen Kuhstall kommen. Sie bräuchte nämlich Hilfe bei der Geburt von dem Kälbchen. Und ja, fällt ihr erstmal aus, die hat da ein bisschen eine Anfahrtszeit und na da komm. Ich fahre dann einfach mal selber zum Feld und fahre mit dem Fahrrad einfach hier runter. Kann man ganz gut fahren, da geht es immer schön berg runter und ja, das geht mal, ne? Bisschen Betätigung, körperliche Betätigung tut ja manchmal ganz gut, ne? Genau. Ja. Wenn ich jetzt natürlich hier so rumfahre, dann ist es ja für euch dann vielleicht mal ganz interessant. Dann seht ihr nämlich ein bisschen was von der Map. Hier links seht ihr das Sägewerk Drüdental. Das ist praktisch ja hier die Gegend, wo wir sind. Wir sind hier im Drüdental. Da unten fließt nämlich der Bach Drüte. Ja, der heißt so komisch. Ja. Und dementsprechend, naja, du musst jetzt halt bitte warten. Oh, dieser Verkehr, ne? Wahnsinn. Die rasen dann fahren sie erst nicht weiter. Oh, Leute. Ja, LS und Verkehr. Ihr merkt, ich lasse das dann auch einfach drin, weil ich da keine geschönte Geschichte draus mache, sondern wenn da LS halt meint, er ist LS, dann ist es halt. Dann müssen wir das halt mal ja, ertragen und ein Auge zudrücken und dann ist es halt, wie es ist. Na? Auch wenn hier die Autos so rechts rausfahren, die haben immer Vorfahrt, kannst machen, was du willst. Dementsprechend passe ich da immer jetzt ein bisschen auf. Ja, es ist halt der LS. Trotz allen Realismus, den man hier anwendet, aber ist, wie es ist. Ja, jetzt fahren wir hoch, wie gesagt, zu unserem Haferschlag ein bisschen weiter oben. So viel weiter oben ist er gar nicht, aber da ist schon der Boden etwas schlechter wie am Hof, weil da immer ein bisschen Probleme mit dem Grundwasser sind, so eine Lehmkuppe. Hier seht ihr die Drüte, wie ich gesagt habe. Jetzt fahren wir mal hier hoch. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie es bei euch ankommt. Das, man möchte ja irgendwie ja, einfach ein Feedback haben, weil man wissen will, wie man sein Hobby hier ausübt und ob das jemanden Spaß macht und unterhalten kann. Das ist ja so das Ziel. Ich möchte ja da irgendwie was schaffen, dass Leute einfach abschalten können. Ne? Und das ist, ja, ist ungewohnt. Jetzt so, wie ich das nicht schon mal ein bisschen gemacht hätte vor etlichen Jahren, aber jetzt ja, ist man doch älter und denkt ein bisschen anders über manche Sachen und dementsprechend kam das jetzt wieder mal zustande, dass wir hier ja, dass ich hier mal wieder ein Story-Let's Play aufnehmen möchte. Viele kennen mich ja da noch aus früheren Zeiten. Der Kanal hat sich ja auch umbenannt. Die Gemeinschaft Virtueller Landwirte, das ist jetzt praktisch ja, mein Team und ich. Ich baue mittlerweile recht viel Maps und baue recht viel um. Spiele gar nicht mehr so viel. Ja, früher hat der Kanal hier mal benkywenky geheißen. Also für alle Leute, die da ein bisschen verwirrt sind. Wer ist denn das jetzt hier, der hier spricht? Ja, das ist immer noch der Benky. So. Da oben ist ja der Hafer. Ich bleibe jetzt mal hier stehen, dass wir notfalls ein bisschen Platz haben mit dem Drescher zum Rangieren. Müssen wir mal gucken, wo wir das Steuerwerk anbauen, weil ihr merkt, das ist hier immer recht spannend und hier über die Stoppel drehe ich jetzt einfach mal um, weil das gehört dem Biohof oberhalb von uns und wir sind da recht offen. Die machen das bei mir auch und ich weiß da jetzt, dass wir eh noch Bodenbearbeitung machen müssen und dementsprechend fahre ich da einfach mal schnell über die Stoppeln, sonst bin ich da mal recht vorsichtig, gerade von ja, Landwirten, die man nicht so gut kennt. So, ich nehme jetzt mal das Fahrrad. Schmeiß das mal hier runter. Mal mit. Ja, weil ich jetzt euch den Weg mal ersparen möchte. Habt ihr ja gerade gesehen. Und ich so langsam runterradel und mir einen abkeuch. Sehen wir uns wieder am Hof. Bis gleich. Ach so. Wieder da. Ja, ich erspare euch das, weil das braucht kein Mensch sehen, wenn da so ein abgekämpfter Landwirt sich einen Arsch wegstrampelt. Hüppen wir mal hier in unseren Dominator. Machen wir den wieder an, weil der hat eh noch gute Temperatur. Der lief jetzt gerade die ganze Zeit. Jetzt machen wir mal für die Straßenfahrt die Rundumleuchten an. Dass die uns auch sehen, dass wir Überbreite haben. Ja, dann fahren wir mal los. Bin gespannt, wie wir da das Schneidwerk hin basteln. Da oben geht's mal spannend und wenn dann links nebendran auch gerade noch ja, schon Boden bearbeitet wurde, ist es immer ganz schwierig. Notfalls muss ich echt auf den Stoppelacker ausweichen, hilft nichts. Muss ja irgendwie das Schneidwerk da rankriechen. Ja, fahren wir mal hier sportlich rum. Büsche hier nicht mitnehmen. Ja, das ist eh immer recht spannend mit diesem Drescher hier in der Hauptstraße. Ihr seht ja, wie der Verkehr hier so unterwegs ist. Dementsprechend mal gucken, ob wir das jetzt gut schaffen. Am besten ohne Totalschaden. Denkt man mal. Sieht doch gut aus. Jetzt schnell. Immer dran denken, wir haben einen Schneidwerk hinten dran. So. Sehr gut. Und dann schauen wir, dass wir zum Hafer kommen. Ja, das Sägewerk macht langsam Feierabend. So aussieht, jetzt wieder auf den Verkehr ja aufpassen, weil wie gesagt, die haben hier immer Vorfahrt. Ne? Sieht er ja. Die denken sich, der scheiß Taschenfahrer, den hat Bock da auf den zu warten. Boah, ich den Stickel hier mitnehmen. Meine Güte. Da geht's mal echten Genuss. Also seht ihr ja, die fahren hier. Hier ist eigentlich eine 70er Zone, aber es seht ihr ja. Juckt die Null. Ja. Jetzt hoffen wir, dass wir den Hafer heute echt noch gut runterkriegen und dann sollte ich eigentlich, ich hoffe, dass das Stroh dann noch trocken genug ist und da zu viel Luftfeuchtigkeit gezogen hat, dass wir das Stroh unbedingt gepresst kriegen, weil ich musste mal auf den Wetterbericht gucken. Es zieht ja jetzt schon ordentlich zu, wie ihr seht, also ich bin echt gespannt. Jetzt müssen wir hier uns mal kurz konzentrieren, wie wir hier sauber durchkommen. Also ihr seht, das geht schon noch, aber viel breiter darf der Drescher nicht, ne? Ja, also wäre halt super, wenn ich das Stroh in die Ballen geplatzt kriege, weil dann können die Ballen noch mal notfalls draußen stehen und wenn es dann mal doch kurz regnet, dann Rundballen verkraften das schon. Stehen dann bei uns eh in einer offenen Halle zum Ablüften. Das wäre halt schon optimal. Ja. Dann steht auf jeden Fall manchen Flächen der dritte Schnitt an. Bei manchen erst der zweite. Je nachdem wie wuchsstark die hier sind. Weil es gibt hier Ecken, da ja. Da ist einfach die Vegetation einfach deutlich kürzer, beziehungsweise deutlich, ja, wie soll man dazu sagen, träger, weil einfach der Boden nicht so gut ist. Dementsprechend tue ich nur an unseren guten Böden, die auch genug Wasser haben, relativ, ja, das Gras immer relativ kurz abmähen, oben auf den, sag mal, Bergwiesen, versuche ich dann immer ein bisschen länger zu stehen, je nachdem dann auch für die Jungviecher ein bisschen nährstoffarmeres Futter hinzustellen. Ja, immer ein bisschen Variation drin haben. Ist die Frage, reicht mir das zum Rangieren? Ich sehe eh gerade, ich muss sogar auf den Stoppelacker, weil mein Schnellberg ja eh auf der anderen Seite ist. Aber wenn ich eh auf den Stoppelacker muss, dann kann ich es mir eigentlich auch da schnell abhängen, ne? Ja. Verrechne ich den Biohof Ott. Gehört ja hier der Acker. Dann verrechne ich denen das auch nicht so. So, ja, auf Messerschneide. Dann muss man da immer ein bisschen versuchen, da recht fort, ja, freundlich und freundschaftlich mit umzugehen. So, dementsprechend. Das ist mal die Tür offen. Boah, ist ja ekelig, das Piepsen, ne? Jetzt machen wir mal lieber wieder in die Innenkamera. Wir sauber hinkommen. Doch gut aus. Koppeln wir das mal an. Ja. Da fällt er wieder an. Wir kennen das Spiel ja vom letzten Mal. Hier wieder die Hydraulik. War ja auch der Grund, warum ich den Drescher unbedingt wollte. Den gab es ja auch mal mit einem 3,20 m Balken, hier den 88er. Und den kannst du dann sogar mit Sondergenehmigung hier dann mit Überbreite ohne Schneidwerkswagen fahren, aber dadurch, dass es bei uns so eng zugeht, war ich eigentlich ja, davon abgeneigt und bin für den Drescher hier dann sogar ein paar, ja, ein paar Kilometer gefahren, weil man hat nicht die Möglichkeit für so einen, in Anführungszeichen, kleinen Betrieb wie wir sind, nochmal so einen gut erhaltenen Drescher zu kaufen. Das war echt ein Glücksfall, das muss man echt so sagen. Ihr seht es ja, das ist alles haarscharf. Da musst du echt aufpassen, dass du hier nichts kaputt fährst. Ja, das ist jetzt hier ein Hafer, den haben wir ein bisschen früher gesehen wie den am Hof. Eigentlich wollte ich mit dem anfangen, aber hat sich halt nun heute so ergeben, dass wir so rum anfangen. So. Gucken wir mal. Jawohl. Schneidwerk an. Auch gut aus. fahren wir mal vorsichtig hier in den Bestand, würde ich sagen. Wir den am Anfang ja immer sauber reinkriegen hier. Gras mitröschen. Bin echt gespannt, wie es hier steht. Hier ist ja tendenziell nicht mehr so guter Boden. Aber vielleicht war das der Aussaatzeitpunkt vielleicht ein bisschen glücklicher gewählt. Und wenn ich mir das angucke, wie der sich hier reinzieht. Laut Ertragsmessung habe ich hier an der Vorgewende schon 6 Tonnen auf dem Hektar. Das wäre natürlich, super. Weil das mit dem Futter echt immer bei uns recht knapp ist. Die Pferde recht viel Getreide nehmen und die Kühe dann für unser Kraftfutter auch noch Getreide natürlich brauchen, ist es immer recht eng bemessen. Hier an Fläche zu kommen ist brutal schwer. Also es ist wirklich brutal schwer. Und hier mal etwas größeres Stück ranzukommen, ja. Bin da recht froh, ich habe da immer ein sehr gutes Verhältnis, eine gute Beziehung zu meinen Verpächtern. Mein Vater hat schon da immer sehr, sehr versucht, mit den Verpächtern immer gut, immer sich gut zu halten, und wir machen auch jährlich ein Hoffest, und man möchte den Verpächtern auch danken, dass man eine Grundlage hier hat zum Arbeiten und zum Leben für meine Familie, also für meine Frau und mich, und dementsprechend bin ich da echt immer sehr dankbar. Ja, hier unten steht es wieder ein bisschen schlechter, aber da oben doch, also bin ja positiv gestimmt, wenn es an der Vorgewende schon so gut aussieht. Und ich meine, rechts ist auch noch ein bisschen Wasser, da ist noch ein kleiner Graben, aber doch. Das ist natürlich immer für mich persönlich so der schönste Moment im Jahr, wenn man das erntet, was man gesät hat. Dass man da monatelang gehegt und gepflegt hat und Geld reingesteckt hat, natürlich auch. Das ist einfach immer cool, wenn es sich dann am Ende vom Jahr rentiert, und die letzten Jahre, die waren brutal hart. Sonst heißt es immer recht knapp bemessen. Aber auch Jahre, da musste man massiv zukaufen, sowohl in Grünfutter als auch im Getreide. Und dann wird es natürlich richtig schwer, wirtschaftlich zu bleiben, weil ja, wenn es eh schon knapp ist, und das nicht nur bei uns hier in der Region, sondern ganz Deutschland hatte ja Probleme. Ist es gar nicht so einfach, da positiv zu bleiben, und das waren keine schönen Jahre so die letzte Zeit, aber ich glaube, wir haben uns betrieblich recht gut entwickelt. Vor 3 Jahren den Pferdestall gebaut, trotz der schweren Zeit, und haben halt nicht aufgegeben und sind, glaube ich, da jetzt auf einem ganz guten Weg. Von dem her natürlich auch super, dass meine Frau einen sehr passenden Beruf hat, der uns auch viel Kosten einspart als Tierärztin und auch nochmal zusätzliche Einnahmen bringt. Das muss man ja auch so sagen. Ja, wir machen das beide, also ich mache das, der Betrieb ist Vollerwerb, ich mache das vollberuflich, aber meine Frau hat einen Vollzeitjob als Tierärztin und leistet weitaus mehr als 40 Stunden in der Woche, also als normale Arbeitnehmer, sage ich mal. Und dementsprechend ist es manchmal gar nicht so leicht. Und ja, wir haben auch keine Kinder. Dementsprechend bleibt da immer sehr, sehr viel Arbeit an dem Einzelnen hängen, und die meiste Arbeit kriegt ihr ja auch an der Kamera gar nicht mit. Also die Bürokratie und die Verwaltung des Betriebes, das ist halt jede Menge, und dementsprechend ja, sind lange und harte Tage. als Landwirt, aber man muss da Bock drauf haben und ich kann nach all den Jahren sagen, ich bin sehr froh, dass mir mein Vater damals die Möglichkeit gegeben hat, den Betrieb zu übernehmen. Auch wenn das natürlich eine sehr traurige Geschichte war, dass ich ihn auf einmal so schwuppdiwupps bekommen habe, aber langfristig war eh das Ziel, den Hof zu übernehmen. Und ja, war nach der Lehre klar, dass das der richtige Beruf für mich ist. Und das ist einfach das, was ich mein Leben lang machen möchte, solange es mein Körper durchhält. Wäre natürlich schön, wenn es dann irgendwann mal die nächste Generation geben würde. Vielleicht passiert das ja noch. Noch sind wir in dem Alter, dass wir uns ja, vergrößern können. Das wäre natürlich ein Träumchen, ne? Dass der Hof hier weitergeführt wird. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich würde meinem Kind niemals das hier antun, und wenn er darauf keine Lust hat, weil, wie gesagt, wenn du da nicht so mit Leidenschaft dabei bist, dann das frisst dich auf. Das ist ein harter Job, wo du in echt mit, ja, ich sag mal, in der Wirtschaft draußen mit weniger Aufwand deutlich mehr Geld verdienen kannst. Aber die Frage ist halt immer, was möchte man? Möchte man einfach finanziell ausgesorgt haben, in Anführungszeichen, und normale Arbeitnehmer sein und nach 40 Stunden einfach, ja, Feierabend haben. Weil das ist ja hier so ein Beruf, da gibt es keinen Feierabend, ne? Der ist einfach ein Fulltime-Job, und auch mal Urlaub zu machen, ist auch schwer. Ich bin zu Ausbildungszeiten und ja, wo ich dann das erste eigene Geld verdient habe und das erste Auto hatte, bin ich sehr, sehr gerne im Urlaub gefahren. Ich war sehr, sehr gerne in den Alpen. Ich liebe unheimlich die Berge. Das ist nochmal ein ganz anderes Gelände als hier. Also hier ist es natürlich auch nicht gerade flach, aber Harz oder Alpen sind dann doch ein Unterschied. Aber das ist für mich so, ja, nehme ich sehr gern mal mir die Auszeit. Jetzt ist es halt leider so, dass wir wirklich nur Tagesausflüge machen können. Und dann eher mal ans Meer fahren oder mal ins Erzgebirge. Ja, vielleicht kann man sich das ja irgendwann mal leisten, einen Angestellten zu haben. Aktuell ist das absolut nicht machbar. Also wir würden diese Kraft, denke ich, auf jeden Fall gebrauchen können, aber halt auch einfach nicht bezahlen können. Da muss man einfach so ehrlich sein. Es würde sich einfach nicht tragen. So schön das wäre. Für mich und meine Frau, dass man auch Gemeinsamkeit hat und miteinander, ja, einfach das genießen kann, was man hier auch aufbaut. Aber was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden, und von dem her bin ich immer ein recht optimistischer Mensch, was das angeht. Meine Frau sagt, ich bin kein Optimist, ich bin Realist, aber gepaart mit dem fundamentalen Pessimisten zum Teil. Ich würde aber mich persönlich als, Art, was die Landwirtschaft angeht, recht optimistisch sehen. Ich sage immer, solange gegessen wird, geht die Landwirtschaft nicht unter. Die Frage ist halt einfach, wie wir in Deutschland hier konkurrenzfähig bleiben. Es ist halt schwierig, als Harzer Landwirt mit den Strukturen gegen einen riesengroßen Agrarkonzern aus Kanada oder aus der Ukraine zu konkurrieren. Dadurch, dass unsere meisten Preise ja fremdbestimmt sind, ist es gar nicht so einfach. Man muss aber auch sagen, dadurch, dass wir unser Fleisch selber vermarkten und meine Frau ja nochmal einen Hauptberuf eigentlich hat als Ärztin und da eigentlich auch wirklich ein gutes Geld verdient, ein sicheres Geld verdient, und die Pensionspferde jetzt, wir sind relativ breit aufgestellt für die Zukunft, und das macht mir persönlich einfach Mut, dass es auch für die Zukunft so weitergeht, ne? Wissen kann man es nie. Aber ja, wünschen tut man es auf jeden Fall. Das ist die Frage. Ich glaube, ich versuche mal hier die Spitze rauszudreschen. mal hier die Spitze rauszudreschen. Guck jetzt mal, dass ich hier rückwärts wieder rausstoße. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Aber ein bisschen nach Spiegel. Das sieht gut aus. Dann dreschen wir mal hier die Vorgewände runter. Ich komme nicht ganz rum. Nochmal. So. Dann laufen wir schnell runter. Und den Anhänger bunkern schon mal ab. Weil noch eine einmal rum komme ich auf jeden Fall nicht. Das steht tatsächlich hier vorne absolut bombenmäßig. Also das ist, glaube ich, mitunter so mit. Also, das ist die Fläche, die mich mit am meisten überrascht. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass der hier so gut steht. Aber man sieht ja auch, der steht relativ dicht. Und dick vor allem. Das ist, also, ja, doch. Das ist einer der schönen Tage im Jahr. Und ich finde das, ja. Dürfen wir einfach mal gut gelaunt sein. Ne? Wunderbar. So. Dann machen wir mal schon mal das Rohr raus. Machen mal Schneidwerk. Raus hier. Jawohl, passt perfekt. Haben wir mal ein bisschen rechtzeitig, dass wir mit dem Rohr dann nirgendwo hängen bleiben. Schaue ich, dass wir relativ weit zurückkommen. Boah, dieses Gepiepse, ne? Ja, aber ich hab's selber eingebaut, also eigentlich bin ich selber schuld. Nee, man möchte ja auch für Sicherheit sorgen. Und es geht halt eben nur so. Gerade wenn man auf dem Hof rumfährt. Immer nicht so ohne, gerade wenn dann Kinder zu Besuch sind. Mit Klassen, Schulklassen etc. oder die Reitbeteiligungen. Es ist immer ganz cool, wenn, oder schön, wenn die Kisten sich da bemerkbar machen, ne? So. Jawohl. Perfekt. Laufen wir mal hier durch. Schön. Doch, das freut. Das freut mich. Entschuldigung. Bin immer noch nicht, echt noch nicht ganz so fit. Also ich ziehe jetzt den Schnupfen und den Husten schon wochenlang mit mir rum, das recht hartnäckig, ne? Aber gut. Bringt mich nicht um. Und krank sein gibt's nicht. Im Betrieb hier. Wir haben auch Hunger, wenn ich krank bin. So, ich mache schon mal Allrad an. Und gleich aufs Feld fahren. Braucht man eh. Dadurch, dass der hier vier gleich große Reifen natürlich als Truck hat, neigt der eh dazu, trotz der etwas dickeren Bereifung, schnell mal ein bisschen Traktion zu verlieren. Und lasse ich auch den Frontlader mal sagen. Erstens mal, weil es echt nervig ist, den immer abzubauen mit den blöden Stützen. Er hat noch keine schnellen Driegung, das ist echt immer ein bisschen, ja, ein bisschen nervig, aber als Frontgewicht ist so ein Frontlader echt eigentlich immer ganz gut. So. Aber mal dahin. So, dass ich nicht im Gebüsch aussteigen muss. Das wird hier trotzdem so oder so schwer. Kann ich mal Handbremse reinmachen. So, machen wir mal zu, dass es nicht reinstaubt. Dann machen wir den mal voll. Ja. Ach, der LS, ne? Wahnsinn. So. Jetzt fahren wir mal hier rückwärts, dass wir drüber sind. Das sieht gut aus. Wechseln wir mal schnell das Panel hier. Na, komm. Mal ein bisschen Gas und schmeiß Thrashwerk an. Dann bunkern wir mal schön hier rein. Ah, das sieht doch super aus. dass der Drescher echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Der lädt wirklich zügig ab. Das ist echt... ich bin ein totaler Fan von dem Drescher. Er ist einfach eine Maschine, wo ich gerne drauf hocke, weil man den einfach nur einmal im Jahr braucht und... oder ein paar Tage im Jahr braucht. Das ist einfach... macht Spaß. Macht einfach Spaß. So, dann machen wir mal das Röhrchen zu. Ja. Ich denke aber, wir sind ja wieder knapp über der halben Stunde. Jetzt hoffe ich, dass natürlich für euch diese halbe Stunde passt. Würde ich sagen, wir beenden für heute mal wieder die Folge. Ich denke, die nächste Folge, die ihr sehen werdet, wird dann das Strohpressen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die danach noch aufnehme oder ob ich mal auf euer Feedback warte. Genau, da müssen wir mal gucken, wie das ja, wie es weitergeht, ne? In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, wie gesagt, gerne schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.